Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen, meine liebe Community. Hier seht ihr meinen Bus, den ich für gewöhnlich bediene, nämlich die Landkraft LC Nautilus, benannt nach dem Meerestier, auch mit dem deutschen Namen Perlboot. Heute hatte ich einen Transfer nach Rothenburg ob der Tauber, eine wunderschöne, romantische, mittelalterliche Stadt. Und jetzt bin ich wieder auf dem Heimweg. Und so möchte ich euch einladen, mich ein paar Minuten hier jetzt auf der Autobahn, der A7, auf Richtung München zur A8 zu begleiten. Und wünsche euch dabei jetzt schon mal recht viel Spaß. Ja, dann legen wir mal gleich ab und schwenken wieder auf die A7 ein. Die Nautilus ist ein Setra S511 HD. HD steht da bekanntermaßen für Hochdecker, nicht zu verwechseln mit Doppeldecker. Hochdecker, das bedeutet letzten Endes im Fall der Nautilus, dass sie eine Ladekapazität von 8 Kubikmeter hat. Mein Arbeitgeber hat die Nautilus auf meinen Wunsch hin als Heckeinstiegler bauen lassen. Und das bietet für mich den großen Vorteil, dass ich euer Gepäck stets von einer Seite her durchladen kann, ohne gleich auf die Straße treten zu müssen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass ich großvolumige Gepäckstücke mitnehmen kann. Vom Koffer bis hin zu sperrigen Musikinstrumenten wie zum Beispiel Celli, Kontrabässe, Kesselpauken, aber auch schon ein Vibraphon hat hier ohne Probleme Platz in einem Kofferraum gefunden. Der Motor der Nautilus ist ein Mercedes-Benz Rhein 6-Zylinder der Euronorm Klasse 6D. Das heißt, auch bei der Nautilus hat ein Downsizing stattgefunden. Von ursprünglich 12 Liter wurde der Hubraum auf 10,8 Liter verkleinert. Jedoch konnten Motorleistung und Drehmoment über 400 PS und bis zu 1900 Newtonmeter erhalten werden. Die Nautilus hat eine Abgasreinigungsanlage, nämlich AdBlue. Und um die Euronorm 6D erfüllen zu können, neben dem Downsizing noch zusätzlich einen Rußpartikelfilter. Die Nautilus ist ein Clubbus mit einer Gesamtlänge von 10,50 Meter. Sie ist 2,55 Meter breit und rund 3,80 Meter hoch. Das Leergewicht der Nautilus beträgt immerhin 12,2 Tonnen. Das zugelassene Gesamtgewicht liegt bei 19 Tonnen. Die Fahrgastkapazität liegt bei ihr bei 39 plus 2 Sitzen. Dennoch lässt sie sich mit recht niedrigem Verbrauch führen. Im Allgemeinen verbraucht sie irgendwo zwischen 19 und 21 Liter auf 100 Kilometer. Und bei eines meiner vielen Fernfahrten, unter anderem nach Italien,
mal spaßeshalber probiert, wie extrem ich den Verbrauch bei der Nautilus drücken kann. Und so kam ein Verbrauch am Ende von sage und schreibe 17,8 Liter auf 100 Kilometer zustande. Und dabei war die Nautilus wohlgemerkt voll besetzt und der Kofferraum wohl gefüllt, was damit also einen Verbrauch von ungefähr 1,3 Liter pro Tonne auf 100 Kilometer darstellt.
gesehen und würde mich sehr freuen, wenn ich euch auch einmal an Bord dieses Busses begrüßen könnte. So wünsche ich euch auch weiterhin sehr viel Spaß mit mir. Und diejenigen, die es noch nicht wissen, sei hier noch angemerkt, ihr könnt mich auch gerne auf meinem Instagram-Account sowie auch auf meinem Facebook-Account Bernie der Pastor einfach gerne besuchen. Hier gibt es noch mehr Informationen rund um das Busfahren und mich selber, um die Musik, die ich mache, sowie jede Menge wunderschöner Fotos und Bilder auf verschiedenen Locations, wo ich mit dem Bus war oder auch mit meiner Musik. Jetzt wünsche ich euch weiterhin einen wunderschönen Tag und hören wir uns recht bald wieder. Ich werde euch Hintergrund. Euer Bernie.